Dies ist unser Planet. Mutter Erde. Unsere Heimat im Universum. Der einzige Grund, warum wir am Leben sind und auf diesem schönen Planeten existieren können, ist der, dass sie es irgendwie geschafft hat, uns die perfekte Zusammenstellung von Umständen zu bieten, die unsere Existenz hier möglich gemacht haben. Wenn du dich im Weltraum verirrt hättest und jemand fragte dich, woher kommst du, dann würdest du dich umdrehen, auf diesen spektakulären Planeten zeigen und sagen, von der Erde. Du würdest höchstwahrscheinlich nicht sagen, ich komme aus den USA oder Japan oder Australien. Aus der Entfernung sieht die Erde so schön friedlich, gesund und geeint aus. Aber je näher wir kommen, desto mehr sehen wir die großen Trennungen, die den Wesen auferlegt wurden, die diesen Planeten bewohnen. Mit dem Tag, an dem wir geboren werden, werden wir auf so vielen unterschiedlichen Ebenen und auf vielerlei Weise getrennt, dass wir unser getrenntes Sein nicht einmal mehr erkennen können. Wir werden gespalten durch Land, Flagge, Provinz, Religion, Stadt, Staat, Kontinent, welches Auto wir fahren, welchen Job wir haben, welche Schule wir besuchen, welchen Sport wir ausüben, Kleidungsmarke, Kreditkarte, welches Bier wir trinken, welche Musik wir hören und wie viel Geld wir haben. Das Getrenntsein ist unendlich. Denkt darüber nach. Wir leben in Appartements. Apart bedeutet getrennt. Aufgrund dieser Trennung lassen wir zu, über unsere kühnsten Vorstellungen hinaus manipuliert und kontrolliert zu werden, ohne dass die meisten von uns es realisieren, wurde das Prinzip von Teile und Herrsche erfolgreich auf unserem Planeten angewandt und sehr effektiv genutzt, um uns unter Kontrolle und in einem immerwährenden Zustand des Konflikts zu halten. Das aus dem Buch Das Ubuntu-Prinzip. Und ich lese noch was vor. Hier geht es darum, zu erklären, dass wir uns eigentlich nicht an den Bundestag oder so halten brauchen, weil der Bundestag und Deutschland, die Bundesregierung keine Macht über Deutschland hat. Also Deutschland ist eine Firma. Nahezu alle Länder sind als Unternehmen registriert. Hier ist eine Liste von noch mehr Ländern, die bei der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde als Unternehmen registriert sind. Manche davon sind klugerweise bei anderen Aktienbörsen registriert und ihre Verzeichnung wird vor einfachem Zugriff geschützt. Das alles ist ohne unser Wissen und ohne unsere Zustimmung geschehen. Und da wir unsere Führer berufen, das Beste für uns als Volk zu tun, müssen wir daraus schlussfolgern, dass eine bösartige Absicht dahinter steckt. Gemäß Black's Law Dictionary ist die Definition eines Bürgers eine Person, die dem Staat die Treue schwört und im Gegenzug Vorteile und Privilegien dafür erhält. Hast du überhaupt gewusst, dass du, indem du dich als Bürger erklärst, all deine Rechte an den Staat abgibst im Austausch für ein paar Vorteile und Privilegien, die als Rechte getarnt sind? Hast du dir schon einmal die Mühe gemacht, nachzuschlagen, wie die rechtliche Definition für Bürger tatsächlich lautet? Wenn unsere Länder Unternehmen sind, macht dies die Menschen zu ihrem Bestand und Eigentum. Unsere Geburtsurkunden werden auf den Börsenmärkten gehandelt. Ich rate euch dringend, all diese Informationen zu verifizieren, um euch diesen großen Betrug zu vergegenwärtigen. Es ist Zeit, unseren hypnotischen Zustand der Unwissenheit zu verlassen und dies allen Menschen mitzuteilen. Die ganze Welt ist von jenen versklavt, die die Unternehmen führen, die Bankenfamilien der Elite. Wie erklären wir das unseren Kindern? Wir haben sie unwissentlich und nicht willentlich in die Sklaverei verkauft. Sie sind Eigentum der Unternehmen und absolute Sklaven des Systems, genau wie wir es sind. Ohne jegliche Zukunft, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Nur wir können die fortlaufende Kette der Versklavung sprengen. Niemand ist hoffnungsloser versklavt als jene, die fälschlicherweise glauben, frei zu sein.